Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Eine kleine Rückmeldung wegen eines Kommentares. Da wollte jemand wissen, wie man Entgiftungserscheinungen besser aushält oder gut abmildert, während man eine Entgiftung durchführt oder eine Kur macht. Meine Tipps dazu jetzt mal ganz kurz in diesem Video. Also Tipp Nummer 1, den ich für euch habe, ist auf jeden Fall das Wichtigste für die Entgiftung. Und zwar zu verstehen, dass wir über maximal 3-4 Wege entgiften. Wir entgiften über unseren Atem, wir entgiften über unsere Haut und wir entgiften über Leber, Niere, Darm und Blase. Ja. Und am meisten entgiften wir tatsächlich über unseren Atem, wenn wir den richtig einsetzen. Das heißt Atemübungen und Atemübung und hochreines Wasser zu trinken, wären meine Top-1-Empfehlungen. Top-1-Empfehlung, die Kombination aus Atemübungen und hochreinem Wasser. Wieso? Weil was Wasser eigentlich tun sollte im Körper, ist den Körper richtig entgiften, richtig in die Zelle eindringen. Deswegen ist es wichtig, dass ein Wasser eine kleine Clusterstruktur hat, dass es richtig in die Zelle eindringen kann und dass das Wasser nicht beladen ist mit zu viel Information, weil Wasser ist auch ein Informationsträger. Und dass das Wasser, wie gesagt, eine große Reinheit hat und eine hohe Clusterstruktur, dass das Wasser den Körper gut entgiften kann. Und das ist leider bei unserem heutigen Wasser überhaupt nicht der Fall, sowohl bei Plastik als auch bei Glasflaschen und bei unserem Leitungswasser. Also da gibt es natürlich kleinere Unterschiede, aber insgesamt kommt das niemals an die Qualität von unserem natürlichen Quellwasser heran oder an Umkehrosmosewasser oder an Aquionwasser. Also da kann ich auch nochmal hingehend beraten, also ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf Jahre gerechnet viel, viel sinnvoller, sich einen hochwertigen Wasserfilter zu kaufen, als die ganze Zeit Sachen zu schleppen oder irgendeinen Billigfilter zu kaufen und dann zu riskieren, dass man vielleicht doch nicht so gutes Wasser hat. Das habe ich nämlich auch gemacht. Also ich kann euch unten ein paar Quellen verlinken, die interessant sein könnten im Zusammenhang. Also hochreines Wasser und Atemübungen. Welche Atemübungen? Und zwar die 448. Ich bin auch Fan von der Wim Hof Atemtechnik. Ja, damit bewirkt ihr ganz, ganz viel in eurem Körper und entgiftet auch besser. Auch Pranayama-Atmung, also diese yogische Bauchatmung, diese. Circa 50 Mal. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber dadurch entgiftet ihr auch sehr, sehr stark. Also es ist wirklich sehr sinnvoll, sowas zu machen. Dann die 448-Übung ist. Da kommt ihr richtig ins vegetative Nervensystem, da entspannt ihr richtig. Ich merke jetzt schon nach einem Atemzug, wie entspannt ich bin. Also das entspannt auch den Organismus total. Man kann es auch einsetzen, um besser einzuschlafen, also wirklich doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Durch diese Atemtechniken und durch tiefes, bewusstes Bauchatmen kann man wirklich sehr, sehr viel die Entgiftung unterstützen. Genau. Dann der nächste Tipp, der wirklich sehr wichtig ist, um die Entgiftung zu unterstützen, ist der Einlauf. Leute, der Darm ist träge bei den meisten, der Darm ist verstopft, selbst wenn man schon lange sich sehr gesund ernährt und Rohkost macht. Der Darm ist wirklich ein Ausscheidungsorgan, das über unser gesamtes Wohlbefinden bestimmt und auch sehr wichtig für die Entgiftung ist. Deswegen ist mit einem Einlauf mit frischem, klarem Wasser, frischem, wirklich sauberem Wasser, 1 Liter, nochmal 1 Liter und dann nochmal 1 Liter. Also meistens bringt nur eine Runde, bringt nicht so viel meiner Ansicht nach. Aber muss jeder für sich rausfinden. Also an sich sollte man es machen, bis nur noch klares Wasser rauskommt. Und das kann sogar mehrere Runden dauern. Also auf jeden Fall helfen Einläufe, die Atemübungen und hochreines Wasser zu trinken. Ganz wichtig, ja. Und natürlich das Nächste, zuletzt, und das kennen viele von euch, intermittierendes Fasten. Das heißt, einfach mal das Frühstück so lange wie möglich nach hinten rausschieben, so 11, 12, 13 Uhr oder sogar noch später. Es gibt ja sogar mittlerweile die Warrior Diet, die Gottkost. Das heißt, dass man nur einmal am Tag isst und da muss man sich erstmal rantasten. Auf jeden Fall hilft das enorm bei der Entgiftung. Also wenn der Körper keine Arbeit hat, was die Verdauung betrifft, dann kann er sich auf die Selbstheilung konzentrieren und auch auf den Abtransport von Giftstoffen aus Fettzellen und so weiter.
Genau. Also ich hoffe, euch haben meine kleinen Tipps geholfen. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, postet die bitte in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt es mit anderen, die vielleicht gerade sich in einer Entgiftungskur befinden, die diese Tipps brauchen können. Ich weiß, die existieren schon en masse da draußen. Ich wollte es nur mal in meinen Worten kurz mal für euch zusammenfassen. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und eine gesunde und glückliche Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Fantastisch Gesund. Peace.